Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda A Link to the Past. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, uns fehlt nur noch ein Palast, dem beim Schildkrötenfelsen im Todesberg. Dort befindet sich Zelda, die wir jetzt noch befreien müssen. Und bevor wir da hingehen, werde ich jetzt mal schauen, ob wir im Bombenshop jetzt bessere Bomben kriegen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich bekämpfe hier noch ein paar Kreaturen, um meine Herzen wieder aufzufüllen, hoffentlich. Oder wieder zu verlieren. Na, komm her. Ja, die Schweine verlieren Herzen. Die zu bekämpfen ist ganz sinnvoll. Na, der verliert jetzt Geld, weil wir ihn betäubt haben. So. Schmecke den Busch. So. Wieso will er ihn nicht hochheben? So. Keine Herzen? Was soll das denn? Naja. Dann schauen wir mal. Ja, er hat Superbomben. Kauft Bomben, 30 Stück, nur 100 Rubine. Superbombe für nur 100 Rubine. Vielen Dank. Leg diese Bombe wo immer du willst, nur nicht bei mir. Das heißt, damit dürfen wir jetzt nochmal zur Pyramide. Schauen wir mal, was wir da haben. Bin ich überhaupt noch richtig? Nein, natürlich nicht. Ich gehe immer falsch, wenn ich zur Pyramide will, ne? Aua! So. Ah, ich glaube, die Elf hätten wir einfangen sollen. Ja, egal. Egal. Drei, zwei, eins und Knuff. Dann schauen wir mal. Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Was können wir denn werfen? Den Bogen auf jeden Fall. Ich glaube, da kriegen wir sogar tatsächlich einen besseren jetzt für. Hast du das geworfen? Ja, sie haben ganz schön zugenommen. Du gefällst mir, mein Junge. Vor allem deine Ehrlichkeit. Das muss belohnt werden. Nimm diese Silberpfeile. Du wirst sie brauchen, um Ganon zu bezwingen. Wie ich aussehe? Ich weiß, früher war ich wirklich schön. Aber heute?
Ganon hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Das werde ich auch. Damit haben wir Silberpfeile. Mit denen gibst du Ganon den Rest. Die brauchen wir also. Und die machen hoffentlich auch so mehr Schaden. Aber ich schau mal, ob wir ihr noch andere Sachen reinschmeißen können. So, ich werfe etwas. Was haben wir denn? Bumerang, Enterhaken, Bomben. Können wir das Schwert reinschmeißen? Hast du das geworfen? Ja, wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Aha. Ein besseres Schwert. Du hast ein besseres Schwert bekommen. Spürst du die Macht dieser Klinge? Goldenes, okay. Ich gucke, ob wir vielleicht noch was reinschmeißen können. Rüstung oder vielleicht sogar den Schild. Moment, können wir ein leeres Glas reinschmeißen? Füllst du uns da was Nettes ein? Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Okay, Zauberelixier. Ah, naja. Könnte nützlich sein, aber... Rot oder Blau wäre mir lieber gewesen. Gut, versuchen wir noch was anderes. Unsere Rüstung, die wir immer noch tragen. Hast du das geworfen? Ja. Ich gebe dir den Gegenstand zurück. Wirf ihn aber kein zweites Mal. Schade. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, wir können uns jetzt noch besser gegen Angriffe schützen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch eine bessere Rüstung gibt. Dann werfen wir jetzt mal den Schild rein. Hast du das geworfen? Ja, ich gebe dir den Gegenstand zurück. Okay, ich glaube, mehr können wir bei ihr gar nicht abgreifen. Aber den Silberbogen und ein besseres Schwert, da sagt man doch nicht nein. Müssen wir direkt mal schauen, wie viele Schläge wir jetzt für die Bombenträger brauchen. Okay, man darf natürlich... Zwei Stück sind's. Man darf natürlich den Treffer mit dieser Fernkampfattacke nicht werten, da der etwas schwächer ist. So. Das heißt, wir müssen jetzt Richtung Todesberg. Und wir hatten doch auf dem Todesberg auch noch eine Höhle mit diesem unsichtbaren Steg. Ja. Wo wir nicht weiterkamen. Aber wir haben ja jetzt hier den Somaria-Stab. Und damit können wir ja so ein bisschen... abschätzen, wie weit der Weg geht. Ihr seht gleich, was ich meine. Wie viele Herzteile fehlten uns? Ich glaube 3. Jawohl. So, nur noch gucken, ob wir die anderen beiden auch noch finden. Und ich überlege, ob ich sonst noch irgendwo welche hatte. Ach, von hier kommen wir doch gar nicht in die... auf den Todesberg. Müssen wir in die Lichtwelt und uns teleportieren, ne? Wo ist der Spiegel? Da unten. So.
Aua. Dann gehen wir hier wieder hin. Uah, aua. Schon wieder diese Steinschlagschäden hier. Und die Kleinen, die gehen mir auch im Sack. Na, so. Überziehen. Glaube ich, den Teleporter. Dann wollen wir mal. Rechts hatten wir, glaube ich, den Händler. Können wir uns da nochmal Elixier holen? Ja, dann werde ich mir das Rote holen. Oh Gott, wo war das denn jetzt lang? Hier sind wir falsch. Den Todesberg, den mag ich tatsächlich nicht. Huch. Ich glaube, hier kommen wir jetzt zum Schildkrötenfelsen, oder? Genau, und hier hatten wir, glaube ich, die Höhle. Richtig. So, und jetzt zeige ich euch, was ich damit meine. Nämlich gut abpassen. Was haben wir denn hier jetzt noch? Dreimal brüchige Wände. Okay, das ist eine fake brüchige Wand. Ah, das ist schon mal gut. In einer Flasche aufbewahren, in einer Flasche aufbewahren. Ach, jetzt haben wir... Ah, okay, wir haben jetzt nur zwei Feen und einmal dieses blöde magische Elixier. Aber es könnte trotzdem nützlich sein. Ja, und du heilst uns, das brauchen wir gerade nicht. Ehrlich gesagt hatte ich ja gehofft, dass wir hier noch ein Herzteil finden.
Ah, vielleicht tun wir das ja noch. Aber hier, das war wirklich fake oder lag die falsch? Es ist fake. Aber hier können wir raus. Ah, Moment, Moment, Moment. Jawohl. So kommen wir an dieses Herzteil. Sehr schön. Das hatte ich ganz vergessen. Okay, dann haben wir das auch gesammelt. Okay. Sind wir hier eigentlich in der Lichtwelt schon gewesen? Vor dem... Ja, sind wir. Natürlich, hier müssen wir auch irgendwie... die richtige Reihenfolge herausfinden, ne? Also nicht unten links anfangen. Was eigentlich, wenn wir das hier hinten machen? Dann zurück teleportieren. Sieht doch gut aus. Hallo, ist hängen geblieben? Ne, ah, da unten geht das Tor auf. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier? Alrik, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir eine Flasche mit Zauberelixier haben. So, ich schaue mich mal hier um. Ah, Moment, Moment. Ich kann noch 70 Pfeile tragen. So. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal den Kompass. Im Schildkrötenfelsen. Ah, die Geschichte, wo wir uns nicht in Richtung Auge sehen dürfen. Mit Unsichtbarkeit geht es, glaube ich, auch, aber das ist der einfachere Trick. Einfach diesem Auge den Rücken zuzuwenden, das Schwert gezogen zu halten und sich dann rückwärts bewegen. So, dafür bräuchten wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. So, ich fange mal hier an. Oder doch lieber oben, da kommen wir ja gerade nicht weiter. Thank you.
Ach nö, Leute. Fee. Einfach nur für eine Fee hier reingegangen. Sehr merkwürdig. Dann müssen wir ja rechts weiter. Ja, ich habe doch eigentlich gezaubert. So. Ah, hier unten waren wir ja auch noch nicht. Nein, ich will. Nein. Na, zumindest kann man bei diesen Knotenpunkten nochmal lenken. Ich erinnere mich. Ich glaube, wir mussten um im... Was mache ich denn hier? Wir mussten, glaube ich, im nächsten Raum die Fackeln alle anzünden, damit die Tür aufgeht. Oh, das könnte ja auch noch andere geben, ne? Haben wir hier noch andere Räume? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Okay. Nicht von der Seite, sondern so mussten wir es, glaube ich, machen. Auch nicht. Gewitter nicht. Ich hoffe, die bleiben lang genug an. Jawohl. Sehr schön. Hier müsste jetzt ein Schlüssel bei sein. Auf jeden Fall schon mal die Karte. Und ein Schlüssel, sehr schön. Gucken wir mal kurz auf die Karte. So groß ist das Verlies gar nicht. Weiter geht's.
was machen wir gegen die? Sind wir hier bei Super Mario oder was? Aha. Autsch. Nächster Schlüssel. Ach, du Heiliger. Daran erinnere ich mich auch gerade wieder. Ich hoffe, ich komme gleich nicht durcheinander. Und ich finde den richtigen Weg hier. Na. Also starten können wir ja aktuell nur hier. Hup, 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 hup. So, rechts oder links? Ich nehme erstmal den vorderen hier. Ich will kein Hasenfuß werden. Ah. Aber wenn man hinguckt, wird das Auge aktiv. Oder? Ja. Was haben wir hier? Den großen Schlüssel. Sehr schön. Damit haben wir die Items hier schon mal alle beisammen. Wir müssen aber nochmal da lang. Mann, ihr hättet ja neue Sachen hier reinpacken können. Dann den hinteren nehmen. Gucken wir mal, wo wir hier jetzt sind. Nein. Geh ich mal erst nach rechts. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ach so, den großen Schlüssel. Aber ich gehe trotzdem erstmal hier unten lang. Und erstmal nach links. Aua. Aua, aua. Shit. Wir hätten, glaube ich, den Umhang oder sowas benutzen müssen, damit wir hier nichts Schaden nehmen. Hauptsache, die Bombe hat jetzt funktioniert. Hat sie nicht, weil wir gestorben sind, ne? Wo kommen wir denn hier hin? Oh, ich bin schon in der Verführung hier gerade mal. In die Lichtwelt zu reisen. Das interessiert mich jetzt.
Schade. Aber Moment mal, Moment, Moment. Schaut mal, in die Höhle kommt man ja so gar nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Die können wir nur mit den Pfeilen vernichten, oder? Na, tatsächlich, hier haben wir noch ein Herzteil. Sehr schön. Fehlt nur noch eins. Dann haben wir auch alle Herzteile gefunden. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das letzte Herzteil ist. So. Dann müssen wir hier wieder rein. Oha, oha, wir kommen auf jeden Fall so an die Truhe. Das ist schon mal gut. Und wir haben das Spiegelschild. Damit lassen sich Strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild machtlos war. So, dann gehen wir mal oben weiter. Gestorben. Ich hoffe, ich bin nicht schon zu nah näher dran. Nein. So, in einer Flasche aufbewahren. Sehr gut. Können wir wenigstens noch einmal ableben. Dann gehe ich erstmal nach oben, ne? Ah! Das war dumm. Das war richtig dumm gerade von mir. Finden hier nochmal einen Schlüssel. Ah, Mist. Da geht's weiter runter. Dann kommen wir da zum Gegner, oder? Dann will ich erst in den Nachbarraum, Leute. Okay. Müssen wir wohl von der anderen Seite rein? Ich weiß gar nicht, ob wir von der anderen Seite überhaupt hochkommen. Muss ja. Och nö, jetzt auch nicht schon. Jetzt auch noch im Dunkeln. Entschuldigung. Danke, das hat wehgetan. Thank you.
Ach, da. So. Ah, toll. Das ist ja ätzend, Leute. Von hier kamen wir aber, ne? Ja, super. Da oben waren wir doch. Müssen wir irgendwie in die Mitte? Ich glaube, wir müssen in die Mitte. Jawohl. Um die Tür unten zu öffnen. Okay. War es nicht hier lang? Okay. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ach, die schießen immer auf uns, okay. Bevor ich hier gleich drauf gehe. So, da haben wir den Schlüssel. Wieder hin. Sollen wir ja auch mal in die Lichtwelt gehen? Ah, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ja, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Oder? Ja, hier waren wir definitiv schon. Aber vielleicht kriegen wir hier nochmal eine Elfe. Eine Fee, ist es ja. Für unser Glas. Jawohl. Hätten wir die Zeit da auch noch sammeln können? Nee, okay. Oh Gott, komme ich jetzt überhaupt wieder zurück oder habe ich mir das gerade echt verbaut? Nein, wir kommen hier wieder zurück, ne? Ja. Schnell lang geflitzt. Oh, das brauchen wir. Das brauchen wir. Dann müssen wir gleich kein Elixier nutzen. Oh, das haben wir aber gerade gut abgepasst mit ihm, ne? Sind wir hier richtig? Bestimmt, oder? Ja.
Ja, sind wir. Da oben fehlt noch ein Raum. Wer weiß, was da drin ist. Ja, Leute, dann treten wir jetzt dem Endgegner hier gegenüber. Oh, okay, da müssen wir mal. Da brauchen wir den Kältestab, würde ich sagen. Aua. Dann muss ich mal kurz mein Zauberelixier nutzen. Was macht er jetzt? Oh, das war's. Okay. Ging flott. Hallo, wie lang? Oh. War's das jetzt oder kommt da noch mehr? Nee, das war's. Ja, wunderbar. Damit haben wir jetzt auch Zelda befreit. Ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, um mich zu befreien. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wusste ich gleich. Ganon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch einen magischen Riegel. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Hat Ganon Hyrule erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspüren, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mache dich auf zu Ganons Turm. Vertraue uns. Wir sieben werden unsere Kraft vereinen, um dir Zutritt zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir diesem Lande den Frieden wiederbringen. Nur Mut. Okay. Brauche ich ja nicht vorzulesen, wird eh immer das Gleiche sein. Ja, wo müssen wir denn hin? Ach, auf in Heras Turm quasi. Ja, das machen wir dann wohl im nächsten Video. Wobei, ich würde gerne noch das fehlende Herzteil finden. Ein Herzteil fehlt uns noch, dann haben wir 20 Lebensenergie voll. Dann haben wir tatsächlich das Maximum erreicht. Wäre auch schön, wenn wir das leere Glas hier nochmal mit irgendwas füllen könnten für das Finale. Und vor allen Dingen, dass wir jetzt tatsächlich hier im Schildkrötenfelsen und im Wüstenseepalast nochmal gucken, was es in den fehlenden Räumen gab. Wobei ich nicht glaube, dass es dort ein Herzteil gab. Ich muss auch gestehen, ich habe schon mal geguckt, wo die fehlenden Herzteile sind, auf die Idee eben, nochmal in die Lichtwelt zu gehen, wäre ich von alleine tatsächlich nicht gekommen. Also hier nochmal nur der Hinweis, dass ich da tatsächlich ein bisschen geschmut habe. So, und das letzte Herzteil ist, soweit ich weiß, in der Nähe dort zu finden, wo der Junge Flöte gespielt hat in der Schattenwelt. Das dürfte mir noch fehlen. Das werde ich mir auf jeden Fall noch abgreifen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, hoffentlich zum Finale wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.